So Leute, erstmal einen Kaffee gönnen. Frohes neues Jahr wünsche ich. Gerade nach Hause gekommen. Dachte mir, komm, solange ich die Ruhe habe hier, drehe ich mal ein kleines Video. Einmal kurz mal ein Statement. Aber einfach kurz sagen, was so in den letzten Wochen, Monaten abgegangen ist. Lange nichts mehr gehört, wie gesagt. Hatte ja viel zu tun, auch Hausbau hier und Renovierung und Umbau und Neuanschaffung und dies und das. Ich kann mir voll vorstellen, was alles hier passiert ging und drunter drüber gegangen ist. Hier, der ein Haus gebaut hat oder gekauft hat und da zu renovieren beginnt, der weiß, eigentlich am Anfang weiß man ja nicht, was auf einen zukommt. Ne? Dass auch ich als Handwerker und auch guten Freunde, die ich in meinem Umfeld habe, Digga, wir sind ja an unsere Grenzen gestoßen teilweise. Ja, aber wir machen uns das hier nach und nach schön. Frohes neues Jahr habe ich schon gewünscht. Ja, Arbeitsbeginn habe ich jetzt morgen, also am Donnerstag. Ja, was ist letzte Woche Monate passiert? Eigentlich gar nicht viel. Ich habe viel gearbeitet, viel renoviert, nebenbei gemacht und hin und her und kreuz und quer. Jetzt habe ich neue Errungenschaften, das heißt, ich habe einen Kamin, hat man sich gekauft hier fürs Haus. Am Freitag haben wir einen Termin hier mit dem Schornsteinfeger, weil Schornsteinfeger haben halt Hoheitsrecht. Wenn der sagt, dein Kamin ist scheiße oder der passt nicht oder das darfst du nicht, dann kannst du ihn einfach nicht einbauen. Wie dem auch sei, der Kamin steht hier. Ich zeige einmal gleich kurz ein bisschen, wie es jetzt gerade aussieht hier. Einige Sachen sind so stehen geblieben, die habe ich nicht weitergemacht hier drinnen. Mache ich halt Stück für Stück, weil ich hier den Anbau noch habe, der auch noch weitergeht. Die Trockenbohren müssen noch kommen. Natürlich kann ich auch viele Sachen selber machen, aber da habe ich lieber, dass die Trockenbauer kommen, weil die sind wesentlich schneller wie ich und es kostet auch viel Zeit und die habe ich nicht. Okay, die Küche kennt man ja bestimmt schon. Die habe ich einem guten Freund von mir abgekauft. Wie viel ist ja egal, aber ich habe die abgekauft halt vom Freund. Alles dabei vom Backofen, wo ich sagen muss, der Backofen ist ein bisschen klein, aber funktional. Für hier, für uns langt das. Kaffeevollautomat. Hier ist ein Kühlschrank. Was hat das noch? Ja, Schränke. Und ich glaube, wenn ich gleich die Perspektive einmal kurz wechsle, Leute, die hierher kommen, die sagen immer, boah, Digga, das ist der geilste Raum hier ever. Ich zeige das einmal ganz kurz. Ein paar Sachen kann ich liegen lassen. Ich muss ja nichts verschönern oder schönen, weil das Einzige, was ich immer hasse, aber das ist auch so ein Thema für sich, was ich in den letzten Monaten, ich gucke aber natürlich auch YouTube, aber ich verfolge gerade andere Sachen und habe ganz andere Interessen, was Handwerk betrifft, können wir auch drauf eingehen. Aber erstmal möchte ich kurz mal die Perspektive zeigen von der Küche, weil die ist einfach geil. Warte. So, das ist die Perspektive von der Küche. Guck mal, das einige Kabel hier, das ist noch ein Stromkabel, das wird noch umgeändert in schwarz und dann geht das halt in den Kabel runter, aber geile, fetzige Betonlampe. Zack. Hier mal gucken hier. Zack. So, Kücheninsel. Ja, Schränke, Spülmaschine, Waschtisch, erklärt sich alles selbst. Ja, das ist so der Anblick meiner Küche. Hier haben wir halt auch elektrisches Velux-Fenster. Da habe ich hier den Knopf hier hingebaut, zum Auf- und Zumachen. Dann habe ich mir hier vom Freund von mir, der hat hier Steckdosen eingebaut. Zwei Stück, weil hier keine Steckdosen sind. Falls man mal einen Kocher oder was ich was anschließen will. So, Fernseh war auch ganz geil. Ich habe dahinter diese Internetbox da ran gemacht, damit ich den Fernseher direkt in die Dose da hier WLAN-Scheiße machen kann. Kann man jetzt gerade den Namen nicht. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, teurer Fernseher, aber keine Internet. Da kannst du diesen komischen Stecker nicht reinstecken, wie auch immer. Ey. Ja, zum Beispiel Lege gucke ich zum Beispiel oft. Grüße gehen raus. Aber das ist so mein Ding gerade momentan. Und dann gibt es noch VanLife. Wie auch immer, das ist ein anderes Thema wieder. Auf jeden Fall habe ich hier eine richtig geile Betonoptik, die hat ein Freund von mir gemacht, also mit mir zusammen gemacht oder ich habe es mit ihm zusammen gemacht. Hier kann man es doch ein bisschen mal sehen, so ein bisschen auf Rustical. Sieht ganz nice aus. Er hätte natürlich, aber das ist auch wieder ein anderes Thema für sich, er hätte noch wieder andere Sachen gemacht damit und so ein Kram, aber wie auch immer. Ja, Decke war vorher alles mit Gipskarton hier, das haben wir alles so runtergerissen, so gelassen, das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erzählt. Auf jeden Fall, das ist hier die fetzige, ich zeige mal die andere Perspektive hier, pass auf. Wow. Mashallah, guck euch mal hier, zack. So sieht die Küche aus. Hier Esstisch, zack. Hier ist der Kamin. Hier ist meine Holzwand. Warte mal. So sieht das aus. Hier ist der Kamin. Warten wir bis Freitag. Hier ist ein bisschen ja, unordentlich. Aber wie gesagt, wir sind dabei noch. Ja, wie so Terrasse. Ja, gepflastert. Dingsbums. So. Jetzt kann man hier
ist halt eine, warte mal, Licht. So sieht der Flur aus. In Englisch grün. Zack, zack, das war's denn. So, hier haben wir schwarze Decke, schwarze Lampen. Hier Betonoptik in Plattenform in dem Sinne. Schöne Stoßfugen und ein paar Unebenheiten drin. Geschichte zum Bild ist André, wie auch immer. So, zack, das Video rennt ja schon wieder. Hier muss eine Tür rein, so eine Klappfalltür, keine Ahnung. Das muss ich noch ein bisschen streichen. Das sind so die Kleinigkeiten, die jetzt hier so noch fehlen. So, was haben wir denn noch? Gehen wir mal hier kurz Schlafzimmer. Okay, Schlafzimmer ist gerade nicht aufgeräumt. Gehen wir mal ins Badezimmer. So sieht das Bad aus. Betonoptik, Stein haben wir da gelassen. Die Gasrohrleitung haben wir auch nicht verpackt. Das haben wir alles offen gelassen. Ja, Oldschool-Steckdose. Hier oben Velux-Fenster, elektrisch. Ja, und ja. So, das war ein kleines Video mal kurz, um Einblick zu haben, wie es jetzt momentan hier bei mir aussieht. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, mich zu sehen. Ich habe mich auch gefreut, ein kleines Video zu machen. Es ist ja ein bisschen ungewohnt, ein Video zu machen, so. Aber ich hatte ja den Erhan hier, mein Kameramann, der ist ja auch viel beschäftigt. Und wir hatten ja schon ein Video gedreht gehabt, aber irgendwie, ja, er hat zeitmäßig halt keine Zeit. Deswegen habe ich gesagt, ich mache schnell ein Video, ist schon wieder viel zu lange. Deswegen in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich eine erfolgreiche Arbeitswoche, wenn ihr nicht schon angefangen habt bei euch. Ansonsten nächste Woche, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ja. Lass ein Like da rein.